Schwörst du auf alles? Nein. Das habt ihr ins Spiel gebracht? Okay. Du kannst mal live im Video meine Schuhe rausziehen und mitnehmen, wenn ich den 1 Cent hier lege. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Format, weitere Ausgabe von Offenheit oder Off-White, wieder in der Extreme Edition. Das heißt, man kann heute nicht nur was gewinnen, sondern auch sein eigenes Shirt verlieren. Da ging schon ein Raunen durch die Menge, weil viele wahrscheinlich nicht Bock haben, ihr Balenciaga-Tier oder sonstiges zu verlieren. Haben sich sehr, sehr viele Leute spontan versammelt. Du kannst gerne mal durchschwenken. Sind ein paar Leute da, die wollen anscheinend alle mitspielen und ein Off-White-Shirt gewinnen. Wir haben heute mega nice Preise, habe ich da hinten schon. Wir haben zweimal ein Off-White-Shirt aus der neuesten Season zu gewinnen, das heißt Summer Season 21. Wer hätte da Bock drauf? Okay, also anscheinend keiner. Perfekt. Das gibt es heute zu gewinnen. Und als zweiten Preis, das heißt, wenn Sie sich einigen und sagen, wir wollen beide einen Preis bekommen, gibt es einen 30-Euro-Gutschein zur Verfügung gestellt von Hypeneeds. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich habe mich natürlich bei diesen Temperaturen extra luftig angezogen, um nochmal den neuen Zip-Hoodie von M&M zu flexen, liebe Leute. Am 2. April ist es soweit, um 19 Uhr der offizielle Drop. Das war es jetzt schon mit dem Plug. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Die Regeln sind bekannt. Es gibt nur ein Off-White-Shirt zu gewinnen, aber dafür 2 Gutscheine. Sie können sich ausmachen, wer auf was geht und dementsprechend die 1 Cent oder 1 Euro Münze geben. Wie das Ganze funktioniert, kennen schon einige. Wir werden es aber jetzt noch im Spiel sehen, wenn die ersten 2 dran sind. Und jetzt die große Frage, wer traut sich dieses Risiko einzugehen? Hände nach oben. Okay. Der hinten hat gleich mal gegähnt beim Aufzeigen. Du kannst gleich einmal zu mir kommen. Schutzmaske hast du, oder? Perfekt. Wir halten natürlich die Corona-Regeln ein. Perfekt. Wie heißt du? Muhi. Muhi? Okay, perfekt. Du bist unser erster Spieler und du schaust so motiviert rein. Machen wir mal jung gegen, wie alt bist du? 17. 17. Und wie alt bist du? 13. 13. 13 gegen 17 ergibt gemeinsam eine runde Zahl. Hättet ihr Bock, da mitzumachen? Ja. Okay, ihr wisst, dass ihr auch euer Shirt verlieren könnt. Das ist ja klar. Ja, ja. Okay. Ich habe mir extra drunter noch was Billigeres angezogen, weil wirklich? Ich nur gedacht habe, dass du bist vorbereitet anscheinend. Gut, ich zieh noch meine Schutzmaske auf und dann startet die erste Runde. Kurze Einschätzung vor der Runde. Werden die snitchen? Ja. Beide? Ja. Oder nur einer? Einer. Wer wird snitchen? Er? Ja. Wer ist für ihn? Okay. Ich bin gespannt. Ihr wisst, wie die Regeln funktionieren? Ich glaube schon, ja. Okay, du auch? Ja. Okay, ich erkläre es ganz kurz. Es gibt ein Off-White-Shirt zu gewinnen, allerdings nur eins. Wer das Off-White-Shirt möchte, gibt die 1-Cent-Münze. Wenn beide die 1-Cent-Münze geben, dann kriegt keiner was und beide verlieren ihr Shirt. Gebt ihr aber die 1-Euro-Münze und einigt euch drauf, ja, wir wollen beide einen 30-Euro-Gutschein, dann bekommen beide einen 30-Euro-Gutschein. So einfach ist es. Gibt einer den 1 Cent und einer den 1 Euro, dann kriegt nur der das Off-White-Shirt, der den 1 Cent gegeben hat, der andere geht leer aus. Spielregeln klar? Ja. Perfekt. Dann gebe ich dir jetzt mal den 1 Cent und den 1 Euro und dir den 1 Cent und den 1 Euro. Seid schon nervös? Ein bisschen. Okay, geben wir nochmal das Shirt, schauen wir uns das nochmal an. Eins davon. Wir nehmen jetzt einfach mal das. Schaut schon ganz nice aus. Was kostet das aktuell? 250? Sowas um den Dreh, oder? Also es ist schon ein guter Wert, den man da gewinnen kann. Freunde, die Regeln sind euch klar. Ihr wisst, wie es funktioniert. Dann will ich das Wort jetzt an euch übergeben. Macht euch aus. Was wollt ihr haben? Okay. Ich weiß nicht, er ist noch recht jung. Ich würde ihm das Shirt geben. Ich würde ihm das Shirt geben. Du würdest ihm das Shirt geben? Ja. Okay, das heißt, du würdest 1 Euro geben? Ja. Glaubst du ihm das? Also ich weiß nicht, ich hätte schon gern das T-Shirt, das schaut sehr cool aus. Also ich vertraue ihm da jetzt mal, also ich werde die 1-Cent-Münze geben. Okay, du gibst 1 Cent und du gibst fix 1 Euro? Ja. Okay, bist du mit dem Gedanken hergegangen, da nichts zu gewinnen, sondern einfach zu verschenken? Ich wollte einfach nur den Zip-Hoodie in Real Life sehen, das war's. Sehr nice. Okay, wir machen noch kurz Platz für den Tesla. Entschuldigung. Hat der Kollege mit der Chick in der Pappenlaun. Okay, gut. Scheinbar ist es klar. Du gönnst ihm das Off-White-Shirt und du möchtest das Off-White-Shirt haben. Wir werden sehen, Leute, ob das wirklich so passiert. Ihr könnt mir jetzt verdeckt die Münze geben. Okay? Und auch du verdeckt die Münze. Perfekt. So. Ich habe beide Münzen in der Hand. Was glaubt ihr? Was ist passiert? Ehrlich. Snitcht er oder ist er ehrlich? Glaubt an mich. Okay, schreibt es mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Hat er gesnitcht oder ist er ehrlich? Wer bekommt jetzt das Shirt? Ich werde es jetzt auflösen. Er war tatsächlich
ehrlich. Er hat 1 Euro gegeben, der Kollege hat 1 Cent gegeben. Somit bekommst du das Off-White-Shirt. Ich würde sagen, bedank dich einfach mal bei ihm, dass er sich... Perfekt, danke. Die Centmünze verdient. Ich hoffe, du hast viel Freude damit. Perfekt, okay. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen. Das erste Off-White-Shirt ist weg. Wir haben aber Gott sei Dank noch eins und noch einige Gutscheine. Jetzt müssen wir wieder so ein bisschen... Wir brauchen einen Spaß in der Runde. Wir brauchen ein paar Unehrliche. Gut, wo sind die Pisser unter euch? Du? Hast du schon mal mitgespielt? Okay, ja, passt. Dann darfst du mitspielen. Wie heißt du? Ratsch. Ratsch, ja. Ich habe mal ein Foto von dir bewertet, oder? Ja. Okay, okay. Kann mich erinnern. Wir machen das Revival. Komm her. Wer kennt ihn noch? Wer kennt ihn noch? Der Typ aus der ersten Ausgabe. Du bist der Marvin, gell? Marvin, ja. Marvin, gleich mal mit den Off-White-Schuhen am Start. Das heißt, du bist sehr modebegeistert, oder? Unter anderem, ja. Unter anderem. Ja, für was begeisterst du dich noch? Viele andere Dinge, Frauen. Frauen zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Und kannst du die Frauen mit deinem Pflaumen schon beeindrucken? Ah, ein bisschen muss ich noch warten. Der wird noch, oder? Perfekt. Okay, du bist der Jan. Anscheinend noch nicht ganz vorbereitet. Perfekt. Wie heißt du nochmal? Marvin, a.k.a. der Asoziale. Okay, der Asoziale, wieso? Der andere war asozial. Nein, Kommentar haben alle geschrieben, ich bin asozial. Wieso? Du hast ja verloren. Ich weiß nicht, irgendwer hat das geschrieben. Ja, Ufi haben das geschrieben. Wir haben auch Ufi auf Instagram geschrieben, dass sie es nicht gönnen, dass Justin mir 100 Euro überwiesen hat. Und so. Ah, okay. Danke nochmal an Justin. Justin hat ihm 100 Euro überwiesen, weil er verloren hat. Wir werden schauen, wie es heute ausgeht. Ja? Ihr kennt die Schutzmaske, gell, Kollege? So, Bas hat schon verloren. Next. 1 Euro für dich, 1 Cent für dich, 1 Euro für dich, 1 Cent für dich. Schöne Uhr. Ist das die Royal Oak? Das habe ich mich schon... Das ist nicht mal AP drauf. Ach so, das ist keine echte. Nein. Wenigstens ehrlich. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Bist du gewachsen in letzter Zeit? Ein bisschen, ja. Und der Bart habe ich auch bekommen. Wirklich? Ja, nein. Oh, nicht schlecht. Kollege läuft. Ja. Super. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? 18, immer noch. 18, immer noch. Und du? 17. 17 gegen 18. Freunde, spannende Runde. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ihr kennt die Regeln. Macht euch aus, was ihr wollt. Okay. Hast du das erste Video gesehen, wo ich dabei war? Ja, ich glaube schon. Ich bin ehrlich, du weißt es, oder? Okay. Passt. Machen wir bei einem 30 Euro Gutschein. Okay, passt. Hä? Okay, passt. Passt. Müssen wir 1 Euro geben, ja? Ja, ihr müsst jetzt für den 30 Euro Gutschein beide 1 Euro geben. Passt. Er könnte ja seine Taktik in Zwischenzeit verändert haben. Ja, ich habe ihn auch geändert. Ja, das könnte ich, aber ich kann sie jetzt versprechen, ich kann schwören auf alles. Ich lege den 1 Euro hin. 30. Ja, schwör mal auf alles. Ich schwöre auf alles. Okay. Schwörst du auch auf alles? Nein. Das habt ihr ins Spiel gebracht. Okay. Du kannst mal live im Video meine Schuhe rausziehen und mitnehmen, wenn ich den 1 Cent hier lege. Ich glaube, er ist ehrlich. Du glaubst, er ist ehrlich? Ja, ich glaube schon. Im ersten Video. Okay, bist du auch ehrlich? Ich weiß nicht. Okay, ich bin gespannt. Das heißt, ja. Ich weiß halt jetzt schon, was passieren wird. Das ist halt so offensichtlich, aber okay, ihr wollt es trotzdem durchziehen, oder? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Gut, dann darfst du mir... Du glaubst mir das nicht, oder? Ich glaube, für das alle nicht. Naja, du hast geschworen, also ich glaube nicht, dass du es riskieren würdest. Nein. Aber du machst es ihm halt dadurch extrem leicht. Er gibt jetzt einfach 1 Cent und kriegt das Shirt. Ich kann aber auch. Ja, ja. Du bist jetzt in einer blöden Lage, mein Freund. Aber ja, gut, dann ja, passiert halt. Okay. Ich bin ehrlich, es ist so, ich bin ehrlich. Okay, gut. Besser, wir kriegen beide 30 Euro. Okay. Ja, okay. Hat sich für dich irgendwas verändert? Nein. Was wirst du angeblich geben? Ich gebe 1 Cent. 1 Cent. Und was gibst du wirklich? 1 Cent. Okay, passt. Und du? Du legst 1 Cent hin? Dann muss ich auch 1 Cent hinlegen. Okay. Ja, okay. Ja, dann kriegen wir beide nichts. Was ist das für ein T-Shirt? Weekday. Ja, wurscht, dann müssen wir es halt hergeben. Okay, na gut, somit ist die Einigung an Start gefunden. Also, geben wir beide jetzt unser T-Shirt her. Einfach so, T-Shirt hergeben. Du bist hergefahren, dass du dein T-Shirt hergeben kannst. Leibwand. Also ich bin nicht hergefahren, dass ich mein T-Shirt hergebe. Ja, okay, ich komme auch aus Niederösterreich. Okay, lass einfach beide 1 Euro legen. Glaubt ihr das? Nein. Ich lege 1 Euro. Oh Gott. Oh Gott? Was heißt das? Das ist nichts. Achso, ich schwör's überhaupt. Ja, ich schwör. Du schwörst? Ich schwör. Sag das. Okay. Ins Handy rein. Sag das, du schwörst. Hat er gerade? Ich schwör, ich leg 1 Euro. Gut, ihr wisst, die Aufnahmen werden verwendet. So oder so, gell? Ja. Passt, okay, dann darfst du mir jetzt verdeckt eine Münze geben. Okay. Und du darfst dann verdeckt eine Münze geben. Merkt ihr, was du gesagt hast? Ja. Okay. So. Gut, also, das Endergebnis, liebe Leute. Was glaubt ihr? Einer hat gelogen. Einer hat gelogen?
Was glaubt ihr in den Kommentaren? Schreibt es jetzt rein. Paar Nummer 2. Letzte Chance vorbei. Beide haben 1 Euro gegeben. Beide bekommen einen 30-Euro-Gutschein von Heidnitz. Sehr, sehr nice. Ich hätte mir wirklich nicht gedacht, dass das jetzt noch so ausgeht, aber ihr habt euch dreimal gewendet und somit eine Einigung gefunden. Das Video muss spannend bleiben, weißt du? Ja, das habt ihr gut gestaltet, theoretisch. Erfolgreich. Ja, das Video ist lang genug, also das Offenshirt müsste ich gar nicht mehr hergeben. Na, machen wir natürlich. Okay, Jungs, vielen lieben Dank. Danke. Meinen Sie? Was? Ich habe Sie nicht verstanden. Entschuldigung, Sie sind auf der Kamera. Mir auch. Wiederschauen, schönen Tag. So. Hört doch mal an. Ja, ruf uns an. Wir hören uns telefonisch dann, gell? Wiedersehen, wiedersehen. Gut, wir haben jetzt noch ein Offward-Shirt, wir haben aber auch genug Content, deswegen machen wir es einfach so. Der Erste, der mir zeigen kann, wie viele Videos oder wer die meisten Videos von mir auf YouTube gesehen hat, der kriegt das Shirt. Ganz einfach. Ja, zeig her, zeig her. Ja, zeig mal. Halt mal kurz in die Kamera. Egal. Egal welcher Kanal. Okay. Du hast einfach jeden Vlog von mir gesehen, oder? Okay. Ehrenhaft des Todes. Du auch, oder was? Ja, dann komm her. Ihr zwei macht jetzt einfach Schere, Stein, Papier. Wer gewinnt, kriegt das Off-White-Shirt. So einfach kann es gehen. Bis eins. Machen wir spannend. Geht schon. Oh, shit. Dein Off-White-Shirt. Viel Spaß dafür. Vielen lieben Dank für den Support, dass ihr jedes Video schaut. Okay, so schnell kann es gehen. So, liebe Leute, das war Off-White oder Off-White. Wieder sehr, sehr spannend ausgegangen. Sehr lustige Paare dabei gewesen. Wie hat es euch gefallen? Super, das ist das Wichtigste. Vor allem nicht vergessen, 2. April. Offizieller Drop von MEM Art Destructeur. Seid am Start. In diesem Sinne, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Oh Gott, was heißt das? Das ist nichts.